Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten, ersten Folge. Erste Folge? Ich meine, ja, zweite, erste Folge. Und zwar, ja, habe ich gestern natürlich noch eine Folge aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, nimmst du noch eine Folge auf, was man sich so denkt, wenn man aufnimmt. Und das lief auch alles super, ey, das war richtig, das war eigentlich das Geilste der Geilen, was da alles noch war unter unserem Haus. Aber ist ja auch egal, jedenfalls hat sich der PC gedacht, die Folge, die ist mir ein bisschen zu aufregend, da muss ich ein bisschen Stille reinbringen, ein bisschen Gechilltheit, und hat dann einfach mal einen Fatal Error Blue Screen gemacht. Und nicht nur das, sondern er hat dann auch angefangen, Format C rauszuhauen und all so einen ganzen Schnickschnack. Jedenfalls, das konnte ich noch abwedeln irgendwie, unterbrechen, indem ich einen Stecker gezogen habe. Macht man natürlich auch so. Nee, aber das Ding ist, dass es ein paar Dateien, jetzt mal ohne Witz, also es hat ein paar Dateien erwischt auf meiner Festplatte, darunter auch ein paar Videos von einem Let's Play, das ich jetzt nochmal neu anfangen kann, ein anderes. Ihr wisst ja, glaube ich, welches. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal eine neue Map erstellt, weil es hat die komplette Minecraft-Abteilung mitgerissen. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Ich durfte mir auch Minecraft komplett neu ziehen, aber wie ihr seht, hey, haben wir jetzt hier einen Shader drin, habe ich gedacht, komm, als kleine Wiedergutmachung haue ich mal einen Shader rein. Das ist der CUDA-Shader, Link in der Beschreibung. Der ist nicht so extrem performance-lastig wie der Zeus-Shader. Aber ist auch sehr, 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 sehr hübsch. Hier haben wir eine Höhle. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, hier ein paar Bäume zu fällen. Wir haben ein bisschen was nachzuholen, weil uns ja jetzt quasi eine Folge fehlt. Wir tun so, als wäre diese Folge niemals existent. Deswegen heißt diese Folge hier auch Folge 1, ja, weiß ich noch gar nicht, 1x. Ja, falls euch wundert, wenn wir hier neu angefangen haben, warum dann da oben rechts jetzt nicht war, von wegen hier Inventar öffnen, das habe ich schon gemacht, aber ihr habt eben gesehen, dass wir dreimal auf Holz geklopft bekommen haben, also es ist wie wirklich alles von null. So, deswegen können wir hier auch mal direkt anfangen. Wir haben ja einiges zu machen. Zack, hier, Werkbank, da haben wir auch Handwerk, das hatten wir ja alles schon. Ach Mensch, ach Mensch. Naja, so schlimm ist es nicht, wir waren ja eh noch am Anfang, also quasi noch ganz, ganz am Anfang. So, mal überlegen, was brauchen wir jetzt noch? Ich habe mir das auch angehört hier mit dem Mausklicken, naja, es nervt ein bisschen, das gebe ich zu. Ich werde mal gucken, ob ich mir da vielleicht mal eine andere Maus holen kann, ist ja auch alles immer so ein bisschen Geldfrage. Ich weiß, andere Let's Player, die haben das alles, andere Let's Player, die verdienen damit aber auch Geld. Ne, also, es soll jetzt gar nichts Böses heißen. Ich finde das vollkommen gerechtfertigt, wenn man als Let's Player für das, also für die ganze Zeit, die man investiert und so, auch ein bisschen Geld verdient über die Werbung dann von YouTube. Der Großteil des Verdienstes geht ja sowieso an YouTube. Genau darüber, also genaueres darüber darf man ja sowieso nie so großartig erzählen. Ui, da dunkel hier unten. Ist egal, wir wollten ja eh nur mal ein bisschen Stein mitnehmen. Muss ich mir überlegen. 8 Stück brauchen wir mindestens für den Ofen. 4, 5, 6, 7, 8, ne. So, ich hoffe, ja, ey, also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid da nicht sauer. Aber ich glaube auch nicht, dass ihr da sauer seid. Ich meine, haben wir nicht auf der Konsole genauso angefangen? Hat's dann nicht auch irgendwie unser Savegame zerrissen gleich am Anfang? Ich glaube bei Folge 3 oder so war das da. Da waren wir ja schon ein bisschen weiter. Also, müh. Naja, alles halb so wild, sage ich mal. Wenn wir jetzt noch unsere Werkbank wiederfinden da hinten, dann ist alles Tuttobelli. Ja, mit Shader könnt ihr ja mal in die Beschreibung sage ich schon, da könnt ihr ja gar nichts reinschreiben, aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von dem Shader haltet, ob ihr den cool findet. Ich finde, der Typ hat auf jeden Fall eine gute Arbeit gemacht, ist ein Deutscher. Ja, inwiefern das wichtig ist, weiß ich jetzt selber nicht. Ich dachte, ich sag das einfach mal so, ist ein Deutscher. Und ja. Werd gucken, das hier ist sogar noch Pre-Release, also das ist noch gar nicht so richtig fertig, das Texture Pack.
Aber soll wohl sogar noch diesen Monat fertig werden. Wir machen uns mal hier eine Axt. So. Und dann ziehen wir mal los. Ich brauche nämlich jetzt natürlich wieder. Kann ich mich hier orientieren? Nicht so richtig, wa? Oh, guck mal, da sind Schafe. Sind doch Schafe, ne? Sind die gestreift? The fuck? Was macht ihr denn? Ja, tut mir leid, Mr. Schaf. Aber ich brauch dich jetzt mal. So, zumindest drei Teile. Ach da. Hier könnt ihr übrigens sehen, warum mir dieses Texture Pack so auch so extrem gut gefällt. Und zwar, sieht die weiße Wolle so aus und die graue Wolle hat hier noch so ein braunes Kreuz in der Mitte. Ja, das wirft für euch jetzt wahrscheinlich einfach nur Fragen auf, was ich daran so cool finde. Aber das werdet ihr alles sehen, sobald wir erstmal gebaut haben. Ich brauche jetzt erstmal eine Fichte. Fichten wachsen hier ja zum Glück nicht nur irgendwie in Fichtenwäldern. Oh, es wird dunkel. Oh. Ja, mal gucken, wie das hier abläuft. Also wie gesagt, hier mit der Performance, ich habe da viel, viel herumexperimentiert und es wird wahrscheinlich auch noch so sein, dass ich viel, viel herumexperimentieren werde. Das bleibt nicht aus. Also kann es sein, dass sich hin und wieder mal irgendwie was an der Optik ändert. Was aber eigentlich gleich bleiben soll, ist das Texturenpaket. Und ich habe schon gesehen, dass da einige in die Kommentare geschrieben haben, dass es noch andere coole Texturenpakete gibt. Das ist vollkommen richtig, aber ich will unbedingt mit diesem hier spielen. Weil ist so. Scheiße, hier gibt's keine Fichten. So eine Fichte gesehen? Ne? Mäh doch selbst. Das erinnert mich an den einen blöden Witz, den ich mal gehört habe. Treffen sich zwei Schafe auf dem Feld, sagt das eine, mäh, sagt das andere, mäh doch selbst. Verstehst du? Das ist total lustig. Das Wasser sieht cool aus, ne? Ach Leute, ja, haben wir keine Fichte hier? Kacke. Momentchen. Ich glaube, wir kamen von da hinten, ne? Jetzt geht's schon wieder los. Kacke, wir brauchen irgendwie eine Unterkunft. Oh, hier sind Kühe. Die nehme ich mal mit. Also nicht die Kühe, sondern die Kuhinnereien quasi. Heute gibt es Haggis. Aber ich glaube, das waren Schweineinnereien. Oder Kalb? Weiß ich nicht. Essig nicht sowas. Kennt ihr das überhaupt? Haggis? Mann, Mann, Mann. Ich bin vollkommen durch den Wind. Ich sitze hier auch und bin vollkommen durch den Wind. Was? Scheiße, wo waren wir denn? Hier waren wir schon mal. Hier haben wir die Schafe verprügelt. Das heißt, wir waren irgendwo da hinten. Da unten war eine Höhle, das weiß ich. Guck mal, hier ist unser Zeug. Haben wir doch wieder nach Hause gefunden. Nee. Hier ist Holzkohle. So. Jetzt mal nämlich gucken, dass wir irgendwie ein paar Fackeln zustande bekommen. Vier Stück. Komm, schnell noch ein Bett machen hier. Ich hoffe ja, dass jetzt noch kein Creeper kommt und uns hier wegsprengt. Ich meine, okay, wäre nicht die erste Folge. Guck mal, hier haben wir dann auch so schön Licht. Und dann. Oh, Scheiße, da kommen sie schon. Leuchten wir hier so ein bisschen aus. Dass hier nichts spawnt. Und dann machen wir das nämlich zu einfach. Da wohnen wir jetzt einfach mal die ersten Tage in einem Erdloch. Müssen wir bloß gucken, dass von nirgendwo irgendwas kommt. Dann geht es schon. Sieht super aus hier, ne?
Also mir gefällt. Wie jetzt? Ist nach hinten auch offen? Mir gefällt auf jeden Fall das Shader-Gedönse. Gefällt mir richtig gut. Und ja, solange das performancemäßig alles läuft, lassen wir das gerne drin. Ich denke mal, das gefällt euch auch noch besser. Da kommt ja alles nochmal so ein bisschen mehr zur Geltung, ne? Es schmeichelt dem Auge. Boah, krass, Alter. Alter Verwalter. Mach so einen Scheiß nicht, Piggy. Ey, gerade zu Tode erschrocken. Apropos zu Tode erschrecken, ich muss natürlich, also ich habe es vorhin schon angedeutet, es hat die Outlast-Aufnahmen erwischt. Ist jetzt natürlich minder gut, aber das kann ich jetzt nicht ändern. So, das ist hier hinten. Ach, das ist nur eins. Gut, das können wir ja zumachen. Ich glaube, ihr seht jetzt gerade gar nichts, ne? Keine Sorge, der Herr mit der Fackel kommt schon. So, ja, da hausen wir dann jetzt erstmal hier unten, zusammen mit Piggy. Müssen wir gucken, vielleicht finden wir ja hier ein bisschen Kohle in der Wand. Wäre ganz geil. Oh, scheiße, warte mal. Wie war denn das? Wir können Eisen gar nicht abbauen mit einer... Holzspitzhacke? Ah, das bist du, Piggy. Ey, da hat mich... Piggy, hör auf mit der Scheiße. Das ist nicht lustig. Kacke, 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 kacke. Ach so, bevor ihr vielleicht fragt, ich habe die Welt auf jeden Fall gestartet so, dass wir zur Not auch hier, ja, in Anführungszeichen Cheats eingeben können. Werden wir nicht machen. Das sage ich gleich voraus. Das werden wir nicht machen. Es sei denn, es geht nicht anders. Aus welchem Grund auch immer. Okay? Also nur, falls mir da irgendeiner wieder irgendwas Komisches erzählen will. Musste ja auch so ein bisschen schmunzeln unter der letzten Minecraft-Folge auf der Konsole. Da habe ich ja am Anfang gesagt, dass das nicht unsere Map ist und dass das eine private Map ist, in der ich natürlich auch im Kreativmodus ein bisschen was gemacht habe, ein bisschen was ausprobiert habe. Einfach nur, um euch den Enderdrachen zu zeigen, weil auf unserer Map, wer unsere Map spielt und da mal die, ja, den Dungeon gesucht hat, sage ich mal, wo es das Enderportal gibt, der wird gesehen haben, dass nämlich dieses besagte Portal irgendwo in einem Dungeon ist, der in der Mitte vollkommen zerklüftet ist durch eine Riesenschlucht. Durch eine Schlucht in der Schlucht in der Schlucht. Und ich habe da wirklich lange gesucht und nichts gefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann machst du das halt anders. Dann gehst du halt auf Privatmap. Was heißt Privatmap? Da habe ich nicht gespielt. Das war nur, um Sachen auszuprobieren. Also so ein... Ja, so eine Testwelt könnten. Ja, nennen wir es eine Testwelt. Jedenfalls, macht mich irre, wenn hier kein Licht ist. Jedenfalls, ja, habe ich das dann da gemacht und, also normalerweise sage ich ja zu so komischen Kommentaren nichts, aber da war es mir dann echt zu viel, dass da dann manche mir sonst was unterstellt haben, ne? Einer hat sogar geschrieben, irgendwie nach dem Motto hier, wie ich es wage, meine Abonnenten zu belügen. Womit denn belügen? Ich habe euch gezeigt, wie der Kampf gegen den Enderdrachen ist. Weißt du, aber da sage ich halt, Alter, da ist dann auch bei mir Ende, deswegen habe ich da auch mal drauf geantwortet. Ja, nur um das mal zu sagen. Ach so, ey, was machen wir denn eigentlich? Guck mal. Ey, ihr habt euch bestimmt schon an den Kopf gefasst, wa? Alter, was bin ich denn manchmal für ein Torfi, Alter? Ach Mann, wir können ja die ganze Zeit pennen gehen, warum sagt ihr denn nix? Warum sagt... Oh, guck mal hier, oh, nein, die Wand! Sie blendet mich! Nein! So, Spaß beiseite, wir müssen jetzt hier raus. Kann jetzt ein bisschen dauern. Das ist eigentlich schneller, wenn ich das mit der Axt mache. Ich will jetzt nicht wechseln, ich glaube, dann hört er auf hier. So. Alles safe. Ach, das sieht doch schön aus. Oder? Wir bauen uns auf jeden Fall jetzt auch erstmal ein Schwert, damit wir uns ein bisschen wehren können. Und dann schauen wir, was wir als nächstes machen.
So, Momente. So, Schwert. Und dann wollte ich gerne auch so ein bisschen spitzhackenmäßig was haben. Zumindest eine. So. Brauchen wir sonst noch was jetzt auf die Schnelle? Nee. Aber den Eichen, die Eichensetzlinge, die können wir natürlich hier mal ins Feld kloppen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir Fichten herbekommen. Fichten zum Vernichten. Ja, auch hier in diesem Minecraft-Let's Play. Übrigens, danke für die ganzen Glückwünsche wegen den 4000 Abos. Aber ich will da noch gar nicht so vorschnell sein, weil im Moment schwankt das noch sehr viel hin und her. Weil natürlich viele auch sagen, hier, der blöde Arsch, der hat einfach aufgehört mit Minecraft auf der PS3. Jetzt hasse ich ihn. Deswegen haben tatsächlich viele deabonniert oder wie war das? Entabonniert, ja genau. Entabonniert. Warum auch immer. Lustigerweise viele von den Leuten, die immer in die Kommentare geschrieben haben, Semi, du bist der Beste, ich werde dich immer supporten. Tja, hast du vergessen hinzuschreiben? Es sei denn, du wagst es. Nee, auf lange Sicht werdet ihr sehen, dass das absolut die richtige Entscheidung war, hier mit Minecraft, mit dem Let's Play zumindest, auf den PC zu wechseln. Boah, ist das dunkel hier mit dem Shader, ne? Das ist dunkler, als wenn man keinen Shader drin hat. Könnte ich euch eigentlich zeigen, aber dann, nee, wäre jetzt ein bisschen doof. Nee, mag ich jetzt nicht. Aber wir brauchen jetzt auch eine kleine Höhle, wirklich. Eigentlich könnten wir da unten weiter graben, wa? Aber, oh, guck mal hier. Guck mal hier. Ist natürlich für euch jetzt blöd. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger als ich. Nee, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte mit den 4000 Abonnenten. Also, ja, danke für die Glückwünsche. Aber in erster Linie ist das echt so ein Ding, was euer Verdienst ist. Es ist hier stockdunkel, wa? Ich sehe, oh, das war ein Ruckler. Ich sehe hier schon wenig und ihr seht hier wahrscheinlich gar nichts mehr. Oh, scheiße. Komm, ich hole mir mal mindestens eine Fackel, damit wir die in der Hand halten können. Wir brauchen jetzt nämlich unbedingt ein wenig Kohle. Ohne Moos nichts los. Kennt er ja. Müssen bloß gucken, dass wir vielleicht einen nehmen, die jetzt nicht irgendwie, nicht das hier in unserer, in Anführungszeichen, Prachtvilla da unten irgendwas spawnt. Wir gehen hier mal rein. So ein bisschen Kohle will ich jetzt auf jeden Fall noch holen. Boah, ist gleich viel heller hier. Okay. Okay, da geht's auch weiter. Na. Oh shit. Guckt euch das an, Leute. Alter, was für ein Höhlensystem. Guck mal, und hier geht's wieder raus. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben, der Berg gefällt mir richtig gut. Den habe ich jetzt gerade... Kohle. Habe ich jetzt gerade gesehen gehabt. Moment, wir können ja mal die Fackel hier hinstellen, dann seht ihr auch was. Dann seht ihr auch was. So. So. Nee, es hat nämlich einen Grund, dass ich dieses Texturenpaket drin habe. Weil ich will ja... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon angedeutet habe, aber ich glaube, ich habe gesagt, ich will so ein bisschen... Fuck! Hab ich mir erschrocken! Alter! Ja. Der Saubatz, der Alte. Ich glaube, das sollte uns eine Lehre sein. Wir sollen hier erstmal rausgehen und uns erstmal um irgendwas zu essen kümmern und so. Ein bisschen Kohle haben wir ja jetzt. Müssen jetzt bloß erstmal gucken, wo ist denn unser Zuhause? Boah, hab ich mir erschrocken. Warte mal, ich glaube, das ist da hinten, ne? Aber wir können gar nicht mehr rennen.
Ach, wir können ja gar nicht mehr rennen. Boah. Da ist mir ganz schön der Stift gegangen, Leute. So. Erstmal brennen wir hier mit dem Zeug das Essen. Und dann machen wir uns ein paar Fackeln. Damit nämlich genau sowas da unten bei uns in der Höhle nicht passiert. Auch wenn ich weiß, dass ihr das wahrscheinlich total feiern würdet. Ne, ihr Säcke. Ihr würdet das total feiern, das weiß ich ganz genau. Ne, warte. Da können wir noch das hier verbrennen. Zwei Leder. Ist doch eine 2, ne? Ja. Ah, krass. So, die Flamme kann noch ein bisschen brennen. Schon mal das Eisen reingeknallt. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge dann schon mal ein bisschen was mit Eisen machen. Boah. Ne, keine erste Folge ohne Creeper-Explosion. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. So, was wir auf jeden Fall aber noch machen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich heute irgendwelche Sätze mit so anfange. Ist euch das mal aufgefallen? So, wir gehen dann jetzt hier rüber. So, ich gehe dann jetzt mal hier runter. So. Naja. Boah. Das sieht hier aber alles durch den Shader auch dunkler aus, als es eigentlich ist. Also muss man schon dazu sagen. Finde ich aber gar nicht so ungeil. Deswegen hatte ich ja damals, als ich euch gezeigt habe, wie bei mir Minecraft aussieht, habe ich euch das ja mit dem Shader gezeigt. Und zwar nicht ohne Grund. Denn ich finde, für so ein Let's Play ist das extrem geil, weil hier machen Höhlenerforschung. Also da geht mir selbst... das war komisch betont. Da geht selbst mir der Stift. Und ihr wisst ja, ich bin absolut unerschrocken. Unerschrocken. Unerschrocken ist auch schön. So. Da war es wieder. Ne, wir brauchen auf jeden Fall noch ein kleines Bäumchen, suche ich gerade. Die wachsen ja alle so geil, wa? Diese Akazien, die gefallen mir richtig gut. Also wie sie wachsen halt. Und deswegen hauen wir den jetzt weg. Drecksakazie, hast du jetzt davon. So. Ich glaube, ich mache mir jetzt hier so eine kleine Kasse. Und jedes Mal, wenn ich so sage, mache ich da 50 Cent rein. Ich nenne es die Let's Play Kasse. Dann mache ich immer 50 Cent rein. Und dann, nach einer Zeit... warte mal. Zack. Und dann nach einer Zeit, dann nehme ich das da alles raus und davon kann ich mir dann bestimmt einen neuen Prozessor kaufen oder sowas. Das wäre nämlich das nächste auf meiner Liste, ein neuer Prozessor. Weil die Grafikkarte geht hier eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon mal geschrieben hatte, was für ein PC ich habe. Wenn nicht, dann mache ich das irgendwann mal. Vielleicht mache ich das beim Abonnenten-Special, denn ja, natürlich kommt ein Abonnenten-Special. Nicht, weil ich mich verpflichtet fühle. Obwohl, so ein bisschen kann man das auch verpflichtet fühlen nennen. Aber nicht in dem Sinne von, dass es schlecht ist. Sondern ich finde das wirklich gut. Ich fühle mich da echt verpflichtet euch gegenüber, dass ich da ein Abonnenten-Special mache. Denn, ja, ich habe mich bei euch zu bedanken, nicht andersrum. Ne? Ihr könnt zwar, da freue ich mich immer drüber, wenn einer sagt, ja, danke, ey, Simi, es macht übel Spaß zuzugucken, so. Natürlich freue ich mich da drüber, ne? Also das soll es gar nicht heißen. Aber, dass ihr so fleißig abonniert und Daumen nach oben gebt und alles mögliche, das ist natürlich eigentlich euer Verdienst. Deswegen an den 4000 Abonnenten, dass wir das geschafft haben, ja, dass dieser Kanal 4000 Abonnenten hat, können wir jetzt mal stellvertretend jetzt in diesem Augenblick. Nehmt ihr eure rechte Hand, ja, und haut euch damit freundlich und bestimmt, aber gönnend auf die linke Schulter und sagt dann, wir haben 4000 Abonnenten geschafft. Denn nicht ich alleine, sondern wir alle zusammen haben die 4000 Abonnenten geschafft und ich find's super geil. Also wirklich, ich kann mich da nur bedanken und sagen, ja... für die Leute, die manchmal schreiben, Semi, du darfst niemals aufhören.
Ob ich wirklich niemals aufhöre, das weiß ich nicht, ne? Also, ob ich mit 65 noch hier sitze und Minecraft zocke. Wir bauen jetzt hier ein Bett. Ne? Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, ich mache das so lange, wie es noch geht und wie ich es noch kann. Und selbst wenn die Zeit immer viel zu knapp ist für mich im Privaten, zack, da mache ich trotzdem weiter. Es macht mir unheimlich viel Spaß, deswegen nochmal danke. Es wird auf jeden Fall ein 4000 Abonnenten-Special geben, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich machen soll. Aber abgesehen davon dauert das immer eine ganze Weile. Das ist ein Haufen Vorbereitungszeit, weil da meistens viel, viel Zeit reingesteckt wird in so ein Video. Ne? Auf jeden Fall, ja, ihr wisst Bescheid. Mein PC lebt wieder. Ich habe den jetzt absolut durchgecheckt. Ich weiß nicht, wo dran es lag. Anscheinend hat sich der Grafikkartentreiber irgendwie gebissen und dann hat's einfach Peng gemacht und ich habe das alles neu raufgezogen. Sind auch neue Treiber drauf. Hab das Problem gemeldet bei Nvidia und. Also sollte jetzt hier nichts mehr passieren. Wir haben einen super geilen Shader, CUDA-Shader, wie gesagt, in der Beschreibung. Denkt dran, ihr müsst vorher den Shader-Mod installieren, auch in der Beschreibung. Ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich hoffe, hier geht's so geil weiter mit den Arschloch-Creepern. Ey, die kommen immer von hinten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge Minecraft. Oh mein Gott, Minecraft! Wie es so schön heißt. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und feiert, auch wenn Deutschland 2-2 gegen Ghana gespielt hat. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich muss dazu sagen, das muss ich jetzt noch sagen. Ich gönne es Ghana aber auch wirklich. Ich hoffe wirklich, die kommen weiter. Die haben in der letzten WM schon so geil gespielt. Den würde ich es wirklich gönnen. Das wäre so ein Ding, wenn Ghana, stellt euch mal vor, Ghana wird Weltmeister. Das wäre doch einfach nur geil. Ja? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.